Nach den überaus erfolgreichen Kooperationsprojekten Die Reise und das Kind ist die Zusammenarbeit mit der Brunnenpassage eine logische und konsequente Fortsetzung unseres Weges, multikulturelle Lebensrealitäten Wiens ins Volkstheater zu holen. Die Brunnenpassage bringt mit der Theaterproduktion Ausnahmezustand Menschsein 9 Sprachen auf die Volkstheaterbühne. Wir gehen davon aus, dass sich die Vielfalt Wiens auch im Publikum widerspiegeln wird. Also für mich geht es in dem Stück viel um Verzweiflung, also ganz, ganz schwere Emotionen spielen da mit, aber auch um Lebensfreude und um Liebe, also es wird hochemotional. Deshalb finde ich das immer toll, mit so großen Gruppen auch zu arbeiten, weil man da eher über eine Form von Verstärker arbeiten kann. Ich habe eine Vielfalt von Menschen, die aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einem Thema begegnen, und das ist, glaube ich, das, was mich daran sehr fasziniert. Während des Spiels, wenn man Prospero spielt, du kommst näher zu deinem eigenen Gefühl über diese Ungerechtigkeit. Um ein Grundbedürfnis von Menschen, nämlich sich ihres Daseins bewusst zu werden, sich dieses Dasein bewusst zu machen auf eine spielerische Art. Das ist das, warum es Theater seit Tausenden von Jahren gibt.